Together we would have been like gods. But he has made sure we would always be enemies. Filled with distrust, with fear. Das muss verdammt schmerzhaft gewesen sein, Bruder. Oh je. Aber okay, Vettel ist auf jeden Fall gegen uns. Ja. Kennt man ja inzwischen. Ist ja dann wieder wie im ersten quasi, aber... Jetzt wundert mich nur, wie wäre das dann, wenn man jetzt wirklich Koop spielen würde. Wir sind hier unten nicht alleine. Ich danke recht herzlich. Ui. Scheint so, als würden wir hier auch bald wieder einen neuen Gegner treffen. Und hopp. Ja, yeah, gib mir die ganze Erfahrung. Oh.
Ach du Kacke. Ja, ich hätte eigentlich tot sein müssen, glaube ich. Mich hat ja im Wesentlichen der hintere Rotor voll erwischt. Egal. Mir geht es blendend. Wie man hier sehen kann, meine HP ist ganz voll und meine Munition ist auch nicht schlecht. Nur ist es jetzt wieder mal eine nicht so vorteilhafte Kampfposition, also muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Na, so geht's auch. Okay. Oh. Da ist das Ding ja wieder. Wenn es trifft, macht es halt echt Schaden. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Das Gewehr hier. Das Baby kommt langsam. Ha. So viel hat es jetzt nicht ausgehalten. Ich weiß nicht, warum die so viele Probleme damit hat. Hast du anscheinend in ein Wespennest gestochen. Oh je. Lol. Oh shit. Na. Ah, fucking nachladen immer. Da hast du anscheinend in ein Wespennest gestochen. Na, will noch wer? Die können sich aber auch nicht entscheiden, ob sie jetzt viel oder wenig aushalten wollen. Die sind irgendwie super random, die Gegner, ich weiß auch nicht. Mal sterben die voll schnell auf 2 Schuss und dann wieder irgendwie auf 5 nicht. Du anscheinend in ein Wespennest gestochen.
Muss ich die manchmal einfach nur die Animation fertig machen lassen? Oder wie sieht es aus? Na also. Ich probiere mal die Waffe gegen die. Vielleicht ist die besser als es. Als die Schrotflinte. Ich würde sagen, definitiv nein. Ich nehme lieber wieder die Schrotflinte mit. Ah, da geht's rein. Okay. Kommen hier noch ein paar? Oder ist jetzt erstmal Ruhe? Ich habe gar nicht mehr so viel Schrotmuni. Never mind. Oh je, so einer. Okay. Zack. Okidoki, jetzt haben wir hier wieder gut Muni. Sehr schön. Ein beschissener Kerl. Optional schnappt ihr einen Power Armor, um auf der Brücke schneller voranzukommen. Und wo? Oh, da. Ja, da sage ich natürlich nicht nein. Ich wäre ja blöd, wenn ich dazu nein sagen würde. Ja, wie komme ich da jetzt rein? Ah. Fahre Systemdiagnose hoch. Navigations- und Waffensysteme sind eingeschaltet. Sicherheitsprotokolle sind deaktiviert. Angriff auf alle feindlichen Ziele freigegeben. Ja, man muss ja von wegen optional. Man braucht den, um da durchzukommen. Die Ankunft 2 4 3 4 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
Hä, hey, wer? Ach, da oben. Na, wo seid ihr? Alles gut, da hinten liegt nämlich noch eine. Beziehungsweise steht. Tja. Damit haben die nicht gerechnet, nehme ich mal schwer an. Mann, die Stadt da hinten ist auf jeden Fall schon sehr ramponiert. Nix da, Kollege. Verschwindet von Deck! Power Armor sind im Abflug! Power Armor sind ja an Point 1 und Point 2, haben vollständige Freigabe. Alle freigegeben. Nimm das. Okay. Das wäre erledigt. Wir müssen bis ganz da nach hinten. Also jetzt, ich nehme mal nicht an, dass wir bis ganz dahin tatsächlich ganz da nach hinten laufen müssen, aber... Der Charakter ist definitiv noch sehr weit von der Quelle entfernt, sagen wir es mal so. Ich meine, wild wäre es natürlich, wenn man jetzt bis ganz nach hinten noch laufen müsste. Also denkt sich auf jeden Fall was, was noch nach tatsächlicher Levelgeometrie aussieht. Also wer weiß. Yep. Lange kann es nicht mehr dauern. Das Baby kommt bald.
Na, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ha! Okay. So, in die Richtung müssen wir, glaube ich. Ach, den kann man auch wieder deaktivieren manuell. Eigentlich gar nicht so... gar nicht so schlecht. Okay, jetzt müssen wir da wohl kurz nach oben und das aktivieren, dass wir da durch können. Da, bei der Tür! Scheiße, das ist... Okay, wir haben relativ wenig Munition in den Sturmgewehren. Na, aber jetzt... jetzt haben wir wieder ein bisschen. Let's go. So, das hier schnappe ich mir doch auch noch direkt, wenn man schon mal dabei ist, weil was man hat, hat man. Oh je. Ich beeile mich doch schon so schnell ich kann. Es braucht halt ein bisschen. Systeme. Die Leistung bricht ein. Die Systeme schalten sich ab.